Langoger Fortbildungswochen der Ärztekammer Niedersachsen kommen im Durchschnitt 1600 Teilnehmer. Zusätzlich sind 150 Dozenten mit von der Partie und unterstützen uns bei der Durchführung unserer Veranstaltung. Für uns als Ärztekammer ist das ein Aushängeschild. Es ist einfach unsere wichtigste Großveranstaltung. Hier haben wir eben die Kombination einen schönen Ort. Ist ja unbestechlich schön hier und immer schön. Und wir haben eben von den Kollegen selbst getragene Fortbildungsveranstaltungen. Das heißt, sie bezahlen für die Fortbildung. Sie erwarten eine hohe Qualität, bekommen sie auch. Und das ohne Unterstützung von externen Sponsoren. Langeoog ist insofern besonders, dass wir hier seit zig Jahren auf dieser Insel sind. Ich darf seit 2007 hier Kurse für Palliativmedizin machen und ich glaube, dass wir Ärzte oft unter einem sehr starken Stress in unserer täglichen Arbeit sind und diese Insel, allein schon das Ankommen mit der Fähre, führt dazu, dass wir zur Verlangsamung gezwungen werden. Ganz offensichtlich ist es so, dass aus Gründen, die ich Ihnen nicht nennen kann, Langeoog entschleunigt. Und entschleunigtes Denken ist manchmal ja sehr viel produktiver und konstruktiver als in der Hektik. Ich glaube, die Durchdringung der Medizin und medizinischen Denkens und Handelns mit philosophischen Fragen, und zwar nicht auf einem akademisch abgehobenen Niveau, sondern ausgehend vom Alltag, das ist, glaube ich, das Anliegen, sich nochmal inne werden zu können, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Menschen, worum geht es, wie können wir in die Medizin diese Belange unserer Patienten wieder stärker einführen. Das Besondere an Langeooger Fortbildungswochen ist, dass wir jedes Jahr seit 8 Jahren jetzt hierher kommen und immer einen wunderbaren kollegialen Austausch haben. Man kennt sich schon und man lernt gerade in dem Update auch immer wieder so die neuesten Sachen des letzten Jahres kennen. Was ich jetzt gerade hier mitmache, ist ja der Werkzeugkasten für die Allgemeinmediziner und als Arzt in Weiterbildung, der sich auch niederlassen will, dann wenn sich die Gelegenheit ergibt und die ist ja zurzeit günstig, da ist es für mich sehr wichtig, dass ich da entscheidende Informationen auch im Vorfeld habe und die kriege ich hier im Werkzeugkasten, wie ich gestern schon erfahren durfte, also in einem so großen Maße, dass mich das sehr freut, also wie ich das auch nicht erwartet habe und habe schon sehr viel mitgeschrieben und für mich an wichtigen Informationen auch sammeln können. Ja. Wir frischen hier Fertigkeiten auf, die die meisten wahrscheinlich im Rahmen ihrer Ausbildung schon mal erlernt haben, aber in ihrem jetzigen Tätigkeitsfeld eben nicht regelhaft ausüben. Aber es wäre sinnvoll aus meiner Sicht, wenn die Mehrzahl nicht, eigentlich sind alle, glaube ich, Allgemeinmediziner, ne? Genau. Nee, sie ist, genau. Aber die Mehrzahl, die eben in der Praxis tätig ist, könnte eben, wenn sie einfache Wundversorgung sicher beherrscht und auch die Zeit dafür wiederfindet, könnten die sehr gut durchführen. Und dadurch würde einerseits dem Patienten gleich geholfen werden an seiner ersten Anlaufstelle. Er müsste nicht in eine Notaufnahme gehen. Und natürlich würden auch, das ist ja ein großes Thema derzeit, Rettungsstellen entlastet werden, sodass wir, denke ich, für beide Seiten einen Gewinn erzielen könnten. Ja, ich bin hier, weil die Qualität der Veranstaltung wirklich außergewöhnlich gut ist und pharmaneutral. Also die Referenten sind auch sehr hoch qualifiziert. Das gewisses Talent, irgendwie immer sehr gute Leute aus dem gesamten Bundesgebiet hier als Vortragende zu gewinnen. Ich habe das Update Allgemeinmedizin und das ist halt, um nochmal so ein Update zu kriegen, halt für ganz alltägliche Probleme. Und dann habe ich dann noch den Kurs der hilflose Helfer. Da geht es auch um schwierige Patienten und psychosomatische Erkrankungen. Und das ist immer gut zu haben. Zum einen, weil ich die Qualität der Fortbildung sehr gut finde, dass es eben auch hier pharmaunabhängig geführt wird, dass sozusagen jeder Arzt es selber bezahlt und nicht die Fortbildung finanziert kriegt von der Pharmaindustrie. Dann ist es einfach der Freizeitaspekt, den diese Insel hier bildet, ja. Für mich eben auch so ein kommunikativer Aspekt, dass ich immer mit meinem Kollegen zusammenkomme und wir einfach eine Zeit auf der Insel verbringen, wo wir neben der Fortbildung auch über viele Sachen sprechen können, die unser Leben einfach besser machen, unsere Praxis einfach forttragen und so weiter. Das Besondere ist, glaube ich, dass ich gerade als junge, angehende Hausärztin viele Ältere auch treffe oder Erfahrene besser gesagt und da einen guten und regen Austausch betreiben kann. Das zweite Besondere ist natürlich das Wasser vor der Nase, der Strand. Man kann morgens schon joggen, man kann abends den Sonnenuntergang angucken und diese Kombination aus Natur und Weiterbildung ist für mich das Besondere.
Ich bin letztes Jahr schon hier gewesen bei der Fortbildung und also ich bin schon ganz häufig und ganz viele Jahre hierher gekommen und letztes Jahr bin ich in diesen Werkzeugkasten reingekommen, weil ich keinen anderen Kurs mehr gefunden hatte und dachte, okay, Werkzeugkasten kannst du immer gebrauchen. Und habe hier dann festgestellt, dass es hat mit der Niederlassung zu tun, war etwas überrascht und habe gedacht, okay, das hat mit meinem Leben jetzt nichts zu tun. Aber es hat sich dann doch gewandelt im Laufe des letzten Jahres, sodass ich dann im September die KV-Zulassung beantragt habe und mich jetzt zum 1.4. niedergelassen habe.